damit herzlich willkommen zu einem neuen Reaktionsvideo auf dem Marcade 2.0 Kanal. Ladies and Gentlemen, ihr seht es schon, heute schauen wir uns mal wieder was ganz Spezielles an, denn ihr habt mir ein Video zugeschickt und habt gesagt, yo Fabio, wipp mal, darauf hast du schon mal reagiert, da gibt es jetzt einen neuen Teil. Deswegen klicken wir drauf und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, ja, alles klar, Windows hat immer noch ein Update. Ich glaube, Urban Freeride ist das Video, das wir uns anschauen sollen. 11 Millionen Klicks, ich bin sehr gespannt, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, lasst jetzt noch ein kostenloses Abo, denn es gibt jeden Tag umsonst ein neues Video. Wer es nicht macht, der ist einfach nur dumm, Leute. Unter mir einmal abonnieren klicken, wenn es rot leuchtet. Dankeschön. Let's go mit Fabio Wippmer. Was für eine Stadt ist das? Weiß das jemand? Leute, weiß das jemand? Ist das Saint-Tropez? Berlin? Aserbaidschan? Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Oh, Paris, auf jeden Fall wusste ich, dass Saint-Tropez ist nämlich direkt neben Paris und Aserbaidschan ist in Paris. Oh no, es geht los, Barry! Jetzt mal schauen, was der Junge wieder anstellt. Ganz kurz, sorry, ich muss pausieren, ich muss nur zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, blablabla. 25 bis 30 Treppen, jumpt er einfach mal so runter. Mache ich auch immer nachts. Alter, wie es den fast wegfetzt, weil das so eine... Oh, oh, oh. Baby, kranker Typ. Alles klar, Digga. Ah, festhalten, Ladies and Gentlemen, es geht steil bergab, Baby. Alter, wenn da ein Auto kommt, dann war es das ja komplett mit dir. Wenn der da so wirklich so 50 Treppen runter donnert, auf einmal kommt Auto, dich, weg. Boah, ist der krank unterwegs schon wieder. Was? Die zwei dachten sich auch nur so, moin. Alter, ist der gestört. Bruder, lack schon diese. Das ist so gestört, wie schnell der unterwegs ist. Ich check immer noch nicht, ist der jetzt in Paris oder in Lyon oder doch in Saint-Tropez? Welcome to Saint-Tropez, yeah. Bup, bup. Digga, gestört. Guckt die euch an. Die denkt sich nur so. Die Jugend heutzutage. Die hatte ja gar keinen Bock. Er ist in den Laden reingefahren. Lull, Alter. Boffel. Bro, muss ich los? Digga, der driftet mit dem Fahrrad. Spaghetti, man. Bro. Ich habe hier beim Zuschauen mehr Angst als er selber beim Fahren. Was ist das für eine Legende? Fanclub Isla. Alter, wie geil. Er jumpt in diesen Kirschblütenbaum oder was ist das? Boah. Also die Drifts sind unglaublich, dass es den da nicht hinfetzt. Nein, spring. Yeah.
Bro, wie schnell ist denn der unterwegs? Digga, das denke ich mir auch, ey. Genau das sind meine Gedanken, Bruder. Wenn ich das Video anschaue. Boah, das sind nicht alles Treppen, oder? Man hat es nicht so gut gesehen, aber das sind nur... ich weiß nicht, keine Ahnung. Kleiner Side-Fact, ich wollte einmal als Kind Treppen mit dem Fahrrad runterfahren. Ja, ratet, wer alle Treppen mit seinem Gesicht geküsst hat. Bro, das ist Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Wow, ein Wallride. Baby. Das ist einfach nur gestört, ne? Wie schnell der da runterdonnert. Guckt euch das an. Gib mir auch High Five. Fabio, schlag ein. Dann halt nicht. Also was der mit... Ich glaube, der ist verliebt in Treppen, der Junge. Ich glaube, der baut sich ein Haus nur aus Treppen. Damit er da runterfahren kann. Alter, stellt euch vor, ihr sitzt da. Auf einmal kommt er an euch vorbei gedonnert. Hey. Junge, sind das... Wie der driftet und... Ey, dieses First Person, ich kann mir das nicht geben, das ist zu krank. Digga, das war so knapp am Motorrad, schau euch das an. So knapp am Motorrad vorbei. No joke, wer bekommt gerade Bock auf Fahrradfahren? Wer sagt, ich hab Bock Mountainbike jetzt zu fahren? Stimmt mal ab, ja oder nein? Ich würde mir am liebsten jetzt ein Mountainbike bestellen und einfach bei mir im Hof fahren. Und dann wird's mich direkt aufs Maul lassen. Yo! Ich würde sowas so gerne in echt mal sehen. Wahnsinn. Wahnsinn. Holy Macaroni! Ich bin raus. Offiziell, mein Gehirn hat Chat verlassen. Mein Gehirn ist nicht mehr da. Was jetzt? Bonjour, Monsieur Wimmer. Bonjour. Bonjour, Baguette. What do you want to Paris? Spaghetti. Oh, Croissant? Welcome. Eiffelturm. Eiffelturm, große Eiffelturm. Ich glaube, er hat mich verstanden. Wir dürfen mitfahren. Lady steigt ein. Jungs, euch auch. Jeder steigt ein. Alles gut, glaube ich. Wir sind angekommen. Trinkgeld gibt's nachher. Ist das... War's das? Achso. Das war's. Jetzt sieht man die Stürze, oder was? Bro, das ist einfach... Out of control. Drop in 3, 2, 1. Oh! Ladies and Gentlemen, das war ich, wenn ich versuche, so einen Trick zu machen. Ich küsse erstmal Laterne. Ich heirate Laterne. Ich gehe in Beziehung mit Laterne. Alter, Leute, was war das für ein crazy Video? Da gibt es wirklich direkt erstmal einen Daumen nach oben, aber direkt einen Daumen nach oben. Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat, lasst auch bei ihm einen Daumen nach oben. Lasst bei mir einen Daumen nach oben da. Kuss hier draus. Was ein faszinierendes Video. So viel Talent. So viel. Adrenalin, ich kann es nicht in Worte fassen, wie geil dieses Video geworden ist. Kurz geht raus. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Checkt den jungen Herrn ab. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns morgen wieder bei dem neuen Video. Ich bin echt, also, ich will nicht wissen, wie viele Jahre der das schon macht und wie viele Jahre er dafür trainiert, um solche Stunts machen zu können und sowas schaffen zu können.
Arrivederci.